Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia. Und irgendwie habe ich gerade gemerkt, dass ich vollkommen den falschen Spielstand geladen habe. Ich bin ja auch ein Pro und guck mal, ich habe das alles schon durchgespielt. Ja, ich bin ja ganz toll. Naja, egal. So, wir laden dann jetzt einfach mal. Vor dem Rennen. Die Stadt ihres Baden. Das müsste das jetzt aber sein. Bla. Ja, Leute, und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia. Fahr zur Rennstrecke und finde Frank. Und ich muss mich gerade mal am Ohr kratzen. Ah, kratz, kratz, kratz. Ja, da ist nämlich gerade die blöde Muschel drauf von dem Linksbums. Kann ich das jetzt anmachen hier? Nee, kann ich nicht. Ja, Leute, und der guten Fantasy Dreams Sun, die übrigens schon 238,4 Milliarden Jahre noch keine Kommentare mehr geschrieben hat, ist aber gut, dass es jetzt wieder macht. Ist schon aufgefallen, dass die letzte abgefuckte Aufnahme, wollte ich gerade sagen. Nein, das sagen wir ja nicht. Ich hab's gerade gesagt, aber egal. Dass die letzte Aufnahme ein wenig asynchron war und der Tom läuft hier gerade rum, als wenn er sich in die Hose geschissen hat, aber egal. Vielleicht kann ja sein. Ich meine, der muss jetzt ein Rennen fahren, hallo? Da kann man nicht mal in die Hose pupern. Das kann mal passieren. So, jetzt nicht mit Ruff reden. Fahr zur Rennstrecke und finde Frank. Gut, dann nehmen wir uns einfach irgendein beliebiges Auto. Und wisst ihr, Leute, ne? Habt ihr das übrigens schon bemerkt, wenn ihr selber einen YouTube-Kanal habt, denke ich ja mal, dass ihr das habt. Ist es euch bestimmt schon aufgefallen, dass man das ja jetzt. Ladebildschirm, Ladebildschirm, da la la la. Die ladeli la la lilu. Da la 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 da da da. Die lidl da. Dalai Lama. Aha, bin ich lustig. Ja klar, fahr gegen die Wand. So, den Leuten ist es bestimmt schon aufgefallen, dass man jetzt keine Kommentare mehr posten kann. Und auch nicht mehr da. Mama. Schnöcksti, Blauschimmelkäse und nicht Muskatnuss. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich wieder ablenken lassen. Egal, ich nehme mal den Geschwindigkeitsbegrenzer raus. Den Leuten ist bestimmt schon aufgefallen, dass man ohne Anbindung des YouTube-Accounts an Google Plus keine Kommentare mehr schreiben kann und auch keine Kommentare mehr liken kann. Das soll ja angeblich, keine Ahnung, irgendwas regeln, dass man da keine blöden. Ach, ich habe da irgendwas gelesen, aber ich habe schon wieder vergessen, weil mein Gehirn, ja, ich bin zwar der Pro, aber merken kann ich mir ja keine Sachen, weil es geht ja nicht. Ja, auf jeden Fall ist das ein bisschen Kacker in der Hose. Geh weg da, ich habe Vorfahrt. Das ist ein bisschen Kacker in der Hose. Oh, hallo, Bikumini. Na, da ist er ja wieder. Ja, jetzt nochmal zum tausendsten Mal. Das ist ein bisschen Kacker in der Hose, sogar ein bisschen ganz toll viel Kacker in der Hose. Dass man wirklich da diese Anbindung braucht und da seinen Google Plus Namen verwenden muss oder beziehungsweise soll. Und wenn man das echt akzeptiert, man kann ja auch noch irgendwas anderes auswählen, dass dann irgendwie, keine Ahnung, dass man doch den YouTube-Namen dabei behält oder so. Aber dann, keine Ahnung, ist das Profilbild weg und alles ist irgendwie ein bisschen blödlich. Ist halt irgendwie doof. Oh, die Penner sind ja nicht mehr da. Na, 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 Penner sind nicht mehr da. So, ich glaube, wir drücken jetzt mal ein bisschen hier auf die Tube. Haha, Gott. Ich sag, meine Sprüche sind vielleicht unlustig, aber das mache ich ja mit Absicht, ist ja klar. Aber so alte Oma-Witze sage ich wenigstens nicht, ne? Wie Fritzchen, der geht über die Straße und. Ach so, Moment mal. Entschuldigung. Fritzchen geht über die Straße und, ja. Dann geht er über die Straße. So, das sagt meine Oma immer. Die kann die Sache nicht zu Ende reden. Abgesehen davon, dass sie seit 30 Jahren tot ist, aber. Ja, sag ich ja, kann die Sachen eben nicht zu Ende reden. Dudel, gar nicht glitschiges, buggiges Lost Heaven Racing Circuit Logo Dingsbums. Und ich dachte gerade, wenigstens Bobby sitzt da noch in der Hütte. Nein, der nimmt natürlich mit am Rennen teil. Er ist natürlich Rennfahrer, das wissen wir ja eigentlich. Der mit seiner komischen Mütze. Ich glaube, das war ganz zufällig sogar die gleiche. Das gleiche ausführt. Ach, wisst ihr, weil es so lustig ist, machen wir das jetzt einfach mal. Hui! Hui! Ist das mal immer Spaß? Damals habe ich es aus Versehen gemacht, aber weil ich dann ja gemerkt habe, dass nichts passiert, ist ja egal. So, und da steht auch unser Rennwagen schon. Brumm, brumm. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können, Boah, ist Tommy. laut hier! Ihr wollt wirklich, dass ich hier fahre? Ich bin noch nie Rennen gefahren. Nö. Okay, ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber uns bleibt keine Wahl. Die wollen eigentlich nur so. Wenn du es schaffst, verlieren wir nicht. Sehe ich so aus, als könnte ich das? Ich kenne ja nicht einmal die Regeln. Nichts leichter als das. Du fährst 5 Runden, kommst als Erster ins Ziel und wir gewinnen.
Wenn du Zweiter wirst, ist die Kohle verloren. Wir haben den Wagen von dem Kerl etwas präpariert. Müsste ein Kinderspiel sein. Und bei solchen Geschwindigkeiten ist es normal, wenn es mal kracht. Also pass auf die anderen Bastarde auf. Viel Glück, Tom. Ich weiß, dass du es kannst. Ja, ja. Mach ich jeden Tag. Naja, ich glaube nicht daran. Freiberuflich. Tom, die halbe Stadt und alle unsere Männer haben auf den Jungen gewettet. Weißt du, was es bedeutet, wenn wir verlieren? Ja, dann werde ich... Der Don würde verlieren. Du würdest den ganzen Respekt verlieren, den wir mit unserem Schweiß aufgebaut haben. Die Leute gaben uns ihr Vertrauen und ihr Geld. Verstehst du jetzt, was auf dem Spiel steht? Ja, ja, kapiert, Frank. Ich hab's verstanden. Nimm's locker, Junge. Zeig ihm, was eine Hake ist. Ja, ja, also eine Hake ist so ein Gartenarbeitsgerät. So, Leute, ich mach mal ganz kurz auf Pause, weil ich hab jetzt eigentlich, ne, weil das war so laut, dass ich erstmal, tot umfallen muss eigentlich. Ich hab jetzt schon 33 Tinnitus gleichzeitig. Tini-Tanten, das ist auch, oder man kann auch Tanten sagen zu der Mehrzahl von Tinnitus, das mache ich auch ganz oft. Mit Rennen überspringen können wir übrigens nicht das Rennen überspringen, dann ist nur verloren, was auch immer das soll, egal. So, Leute, und da wir ja mit der Urversion spielen, kann ich jetzt auch keinen Schwierigkeitsgrad einwählen, wollte ich gerade sagen, ja, ich wähle mich jetzt so ein mit so einem DFÜ-Wahlmodem und so, nein, wir können keine Geschwindigkeitsbegrenzung wählen und, wir können uns auch nicht den Schaden abschalten lassen, da, und da sind ganz tolle, pixelige, eklige 2D-Menschen, egal. Gut, ich dachte gerade schon, irgendwie hat daran der Sound gefehlt, also bei mir zumindestens. So, und Martin Lichtenberg, der alte Hund, der ist ausgeschieden. So, und dann zeigen wir denen mal, was eine Hake ist. Eine Hake ist nämlich ein Gartengerät, aha. Das habt ihr nicht gedacht, ne? So, und die Urversion, die ist übrigens... Ich hatte ja immer gedacht, dass der Schwierigkeitsgrad der Urversion gleichzusetzen ist mit dem Schwierigkeitsgrad extrem bei der gepatchten 1-2er-Version, aber das ist nicht der Fall. Das ist gerade mal, wenn es hochkommt, schwer, wenn nicht sogar mittel. Also der Extremmodus in der gepatchten Version, der ist wirklich... Eieiei, ist da? Dota Imai ist das. Ne? Also Iruka, du hast es verstanden und andere wohl nicht so. Aber egal. Das gleiche wie Blauschimmelkäse, das versteht auch keiner. Also, und Fantasy Dream Sun war ja so ein bisschen empört, dass ich letztes Mal irgendwann ihr, wo ich mich zwar gar nicht mehr dran erinnern kann, aber egal, irgendwie Muskatnuss oder Erdnussbutter oder Zitronensoufflé gesagt habe, nee, keine Ahnung. Und nicht mehr Blauschimmelkäse. Zwischendurch hatte ich auch mal was mit Zwiebeln, da bin ich mal wieder runter von dem Trip. Wisst ihr, ich mag ja eigentlich gar keine Zwiebeln. Also schon, ich mag noch Zwiebeln. Wisst ihr, ich lüge immer. Ich lüge sehr gerne, es macht Spaß. So, dann fahren wir hier mal schön um die Kurve und wir dürfen, oder ich darf nicht, weil ich ja sowieso hier nur spiele und ihr ja nur zuguckt. Denke ich mal so, darf ich nicht so überheblich sein, weil, so weit weg ist er dann doch nicht. Und man kann dann ja doch schon ganz guten Überschlag provozieren und das wollen wir ja nicht. Ja, ja, jubelt mal schön. Ich werde ja sowieso gewinnen. So, wo war ich gerade? Ach, egal, ja, Blauschimmelkäse wird wieder eingeführt, wenn ich dran denke. Und wisst ihr, es ist so schade, dass ich diese ganzen anderen Spiele mit nicht mehr spielen kann. Ich weiß, dass ich immer rumnörgel und ich mache das übrigens auch im Real Life. Ich gehe die ganze Zeit über die Straße. Pöbel einfach Passanten an. Nein! Nein, nein, nein! Ja, das sage ich dann zu denen. Nein, nein, nein! Das mache ich jeden Tag. Nö, ich schmeiße ihnen dann irgendwelche Beleidigungen am Kopf, weil alles nicht klappt. Und dann schmeiße ich ihnen auch meine Einlegesohlen aus den Schuhen an den Kopf. Das mache ich, da gibt es extra so ein an den Kopf werf Einlegesohlen Club e.V. Das ist, den habe ich gegründet gestern. Warum auch immer, kann ich mich hier nicht umdrehen. Umdrehen sowieso nicht. Also ich kann mich schon umdrehen, aber dann gucke ich gegen die Wand meines Arbeitszimmers. Und das ist irgendwie nicht so praktisch gerade. Hui! So, jetzt muss ich keinen Unfall bauen. Die Kurve, die ist immer hier sehr, 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 sehr blöd. Und dieses Mafia Refresh Programm, das ist extra ein Programm, das heißt so Mafia Refresh, das ist genau das gleiche, bloß dass ich selbst playe. Ja, die haben extra für mich, ja, danke. Ja, Gott, ich... Ja. Hey, das sieht mir, bist du wieder auf dem Ego-Trip? Nö, wie kommst du darauf? Nö, gar nicht, eigentlich nicht so. Das kann auch viel schlimmer sein, ne? Ja, ja. Nee, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schade, dass ich die Spiele nicht mehr spielen kann. Mafia Refresh wäre ja gar nicht gekommen, wenn Tomb Raider Legend beispielsweise...
nicht einfach so spielen lassen würde, wie es sich damals hat spielen lassen, auf Windows XP und Co. Und aufnehmen kann ich ja auch noch nicht mal. Okay, jetzt haben wir einen großen Vorsprung gegenüber dem anderen, aber wir sollen trotzdem hier nicht so rumtrödeln. Ich meine, wir können zwar mal ein Eis holen von der Eisdiele, aber sonst mehr nicht. Ja, und es würde ja eigentlich auch noch Indiana Jones und der Turm von Babel kommen. Ich kann das ja jetzt alles mal rausschauen, weil das wahrscheinlich sowieso nie kommen wird. Ich habe ja jetzt eine Möglichkeit gefunden, das tatsächlich mit dem 64-Bit-Patch auf Windows 8.1 64-Bit zu spielen. Aber warum auch immer, kommt bei der Aufnahme mit Fraps dann nur ein schwarzes Bild zutage. Manchmal kommen dann nur irgendwelche komischen Standbilder. Der Sound ist zwar da, aber mehr dann auch nicht. Und so schön ist das auch nie, nur den Sound zu hören. Ich meine, man hört meine Stimme zwar gerne, aber, ne? Ist da ja nicht. Nein! Dass ich überhaupt noch so gut fahren kann. Ich meine, ich bin zwar der Pro, aber... Also während ich rede natürlich, sonst kann ich hier sonst was. Ist ja klar. So, und ich weiß gar nicht, was danach für eine Mission kommt. Und ich will auch gar nicht wissen, was der Don mit uns anstellen würde, wenn wir das Rennen nicht gewinnen würden. Weil ich glaube, dann würde er uns, weiß ich auch nicht, irgendwie in so ein Gurkenglas stecken oder sowas. Bestimmt. So einlegen mit sauren Gurken oder Gewürzgurken oder was auch immer ihr dazu sagt. Manche sagen da auch Hömpelpömpel zu. Sag mal, besonders im paraguayanischen Sprachgebrauch, da heißt Gewürzgurken Hömpelpömpels. Ich quatsche nur wieder Scheiße. Wisst ihr, das ist eigentlich, keine Ahnung. Das soll nur überdecken, dass ich eigentlich weiblich bin. Ja, ja. Das hört man auch sehr an meiner Stimme. Das soll das eigentlich überdecken. Eigentlich heiße ich, Susanne Eschenmeier. Das ist schon wieder genauso ein dummes Krams, ne? Aber Leute, keine Angst, ich will nichts überdecken. Ich will nur überdecken, dass ich vielleicht immer noch nicht so regelmäßig dazu kommen werde, was aufzunehmen. Ich weiß, es ist sehr schade und ein bisschen Kaka in den Ohrlöchern drinne. Wisst ihr, das muss man vorher so, nein, schreibe ich jetzt gar nicht. Nein! Ja, toll. Checkpunkt. Dann schreien die da Checkpunkt anstatt Checkpoint oder die schreiben da Kontrollpunkt hin anstatt Checkpunkt. Mann, Mann, ich glaube, das wurde auch in der quetschen Version korrigiert. Da haben sich bestimmt die Kritiker beschwert hier, so Spieltipps. Nein, nein, nein. Nein, was mache ich hier? Ja, Leute, also das habe ich mit Absicht gemacht, weil ich es einfach kann. Ich wollte einfach nur mal den schönen Baum da zeigen, den schönen, ekligen, pixeligen 2D-Baum. Ich mag die ganz gerne. Egal, die anderen sind ja trotzdem noch nicht da. Ich weiß ja gar nicht, was die da gemacht haben, ob die jetzt alle tot sind oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, mit einem Mod kann man hier sogar Waffen einführen in den Rennmodus, dass man die anderen einfach erschießen kann. Und es fehlt dann trotzdem, also ist ja egal, das wird... Ja, Sebastian Vettel und Schumi, die haben das auch alle gemacht, aber ich bin ja schon kurz davor, die anderen zu überrunden. Ach, was ist denn das hier? Muss ich gleich erst mein Hompelpompel essen? Hompelpompels. Naja. Kommen ja übrigens aus Paraguayanien, das heißt die Paraguay, bei uns eingefleischten Paraguayanern heißt das Paraguayanien. Und übrigens kann man hier in der Urversion, also nee, das ist ja noch die Urversion. Ich dachte, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt eigentlich sagen wollte. In der gepatchten Version konnte man da links nicht mehr die Ausfahrt nehmen und dann einfach null klicken und wieder an einen Punkt resettet werden. Und dann wurde die Runde natürlich mitgezählt. Das geht nur bei der Urversion, das haben sie dann später behoben. Und wo sind denn die anderen jetzt da hinten? Da habe ich noch gesehen. Oh, wir haben ja wieder einen tollen Checkpunkt erreicht, sogar besser als vorhin. Checkpunkt 48. So, jetzt vorsichtig, ich will jetzt eigentlich nicht nochmal das gleiche machen wie gerade eben, das war gar nicht so toll. Auch wenn der Baum natürlich toll war. Bisher, ich wollte bestimmt noch irgendwas erzählen. Nee, keine Ahnung, ich hab vergessen. Oh, Daniel. Dunil? Ich habe auch ganz viele Dunil-Reifen auf den Felgen drauf. 7 Stück gleichzeitig auf einer Felge, damit ich auch die besten Reifen habe und, ne, und auch, ne, ziehe einmal 7 Sommerreifen drauf und dann habe ich ein paar Winterreifen. Das macht auch voll den Sinn, so einen auf Reifen craften und so. Muss ich mal Minecraft. Ah, ich bin ja schon Erster. Ich habe gar nicht auf die Runden geachtet. Ja, wisst ihr, hier beste Rundenzeiten. Eigentlich nur ich die ganze Zeit und dann zwischendurch mal Paige Hamilton und Martin Lichtenberg. Wie soll Martin Lichtenberg bitte... Hä? Wie soll der bitte eine beste Rundenzeit haben, wenn der ausgeschieden ist? Ja, das macht ganz doll Sinn. Ja, 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 wir sind im Brubaker 4WD, das heißt
Front-Wheel-Drive, den sind wir gefahren. So, jetzt ist auch, was weiß ich, bald eine Minute später oder eine halbe Minute später der nächste eingetroffen. Die irgendwie knacken gerade die Scheiben. Wisst ihr, ja, ich wohne ja in so einem kleinen Kaff. So, jetzt müssten die anderen auch mal bald kommen. Ja, ja, egal. Paige Hamilton ist irgendwie Fünfter und wir haben es geschafft. Kann sein, dass sie überhaupt nicht so aus wie er, aber egal. Dudelud. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, Tommy. Jetzt bist du wirklich einer von uns. Ja, ja. Eine Menge Leute haben bei dem Rennen eine Stange Geld verdient. Und die ganze Ehre gebührt dir. Du sollst nicht zu kurz kommen. Schau mal bei Lucas Bertone vorbei. Er hat auch gewettet und einen Haufen Geld gewonnen. Er will sich irgendwie erkenntlich zeigen. Okay, mach ich. Herzlichen Glückwunsch, mein großer Held. Danke. Ja, ja, kein Problem. Mit dir steige ich auch noch ins Bett, kein Problem. Nee, die werden wir später übrigens noch kennenlernen. Nur mal so zur Info. Vater Lucas Bertone, wir konnten auch nicht rein, wir sind jetzt ausgeschlossen worden, für immer. Ich weiß auch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich glaube, zu Lucas fahren wir einfach nochmal und ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, ich habe Tourette oder so. La, la, ich habe ADHS, ich habe irgendwie das, wie heißt das? Bla, bla, Defizitsyndrom oder sowas, ne? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr. Geht aus dem Weg. Ich mein's ernst, kusch. Dudel, dudel, didel, dudel, 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 mein Ohr juckt schon wieder obolen. So, wo muss ich lang genau, Lukas Beton? Wir fahren jetzt einfach mal unten rum. Ah ne, es ist ja sinnlos, warum auch? Der ist ja gleich unter der anderen Brücke da. Da, Chip mit Käse. Die ist angezogen wie eine blausche Milchkäse, weil sie blau ist. Haha, das war lustig. Egal, weil es so lustig war, fahre ich jetzt die Kisten um. Ja, das ist auch gar nicht, na egal. So, China Toffen ist immer noch gesperrt. Ja, ist so okay, hallo. Pass mal besser auf seine Mutter auf, sie ist umgefallen. Kann auch seine Frau gewesen sein, ich weiß es ja nicht so genau. Wisst ihr, Leute, dass sie immer rummücken müssen, mücken besonders, ne? Dass sie immer rummucken müssen, wenn man auf der Straße geht. Okay. Was hab ich da gerade von Scheiß erzählt? Ich höre mir überhaupt nicht mehr zu. Ich meine natürlich, dass die immer rummucken müssen, wenn man auf dem Fußweg fährt und nicht auf der Straße geht. Ich habe das gerade echt gesagt, ohne das überhaupt zu beachten. Das war jetzt mal wieder ganz toll, aber egal. Bla, bla, rote Ampel, Scheiß drauf, interessiert mich nicht. Bidi, 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 bidi. Nexi, öxi, blöxi, möx. Und blau, Schmilkäse. Jetzt habe ich euch so oft Blauschimmelkäse gesagt, jetzt muss ich es nicht wieder sagen, oder? Also, eigentlich wäre das nur fair, oder? Blauschimmelkäse. Wieder das tolle Haus, was ich noch nie gesehen habe. Wisst ihr, Leute, wie ich mir einfach, wie das Spiel einfach schon tausendmal durchgespielt habe und mir noch nie die Gegend angeguckt habe. Guck mal, die tolle Brücke hier. Wie oft man die auch befährt, ne? Oder in korrektem Deutsch befahren tuten tut. Ich befahren tuten tute die ganz oft. Da ist Lucas Betone Service Station. Ich habe mir letztens erst so Let's Player angeguckt. Wie hieß denn der? Egal, habe ich vergessen. Und der hat dann immer Luca gesagt. Auch wenn schon tausendmal gesagt wurde, dass er Lucas heißt. Lucas Betone. Ja, und der hat dann immer Luca gesagt. Und dann war ich so aggressiv, dass ich dann den gestalkt habe. Und dann habe ich den umgebracht. Kann ja mal passieren. Billilila, die Lali, blaue Schimmelkäse. Welcher Ziege? Darf ich da reinfahren? Okay, mache ich einfach. Voll nett, ne? Voll nett, der Lukas. Hallo, ist jemand zu Hause? Hey, Tommy, ich bin hier. Haha, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Tom. Das war großartig.
Zuerst dachte ich, du würdest es nicht schaffen, aber als du losfuhrst, wusste ich, wie es enden würde. Dank dir habe ich einen Haufen Geld gewonnen und da ich nicht undankbar bin, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Diese Schönheit. Ja, sehr eckig und pixelig. Ich kann sie dir nicht geben, aber ich kann dir zeigen, wie du an eine rankommst. Klar, der kann sie mir nie geben, dieser alte Geizkragen. Hier, so einfach ist es, in dieses Baby reinzukommen. Ah ja, nicht mit Baby in eine Tür stecken und so. Ja, ja, ich verstehe. Das war's schon. Ein Kinderspiel. Okay, ich denke, das kann ich schaffen. Da steht noch einer, der gehört zu einem hohen Beamten unten beim Rathaus. Tagsüber steht er auf dem Parkplatz, hinter dem städtischen Gebäude auf Central Island. Schätze, ich schau mal nach, ob er korrekt geparkt ist. Ja, das machen wir mal. Komm vorbei, wenn dir das langweilig wird. Ich habe immer etwas Neues. Ja, ja. Danke, Lukas. Ich komm mal nach der Arbeit vorbei. Wir sehen uns. Nachdem ich ein paar Leute umgebracht habe. Ja toll, jetzt steht mein Auto da hinten, oder was? War ja eigentlich nicht so gedacht. Leute, beende ich jetzt die Aufnahme? Ich weiß wieder nicht, wie lange ich eigentlich schon aufgenommen habe. Steht das da? Nö, steht da natürlich wieder toll geparkt von irgendwelchen unbekannten Mächten vor der Tür. Oder auch ganz toll, dass die Häuser da nicht zu Ende geführt wurden. Ist auch gar nicht billig gemacht, ne, manchmal. Also manchmal haben sie sich da echt keine Mühe gegeben, ne? Hier so, ne? Wo ist mein Auto? Da ist das da hin? Wo parkt der das denn? Ist ja blöd. Ah ne, da. Egal, ich hätte doch das genommen. La 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 la. Ich glaube, der hat gerade gespeichert. Dann mache ich jetzt einfach mal Schnecksen-Öchsen-Song. Schnecksen-Öchsen-Öchsen-Schnecks. So, jetzt habe ich den Song gemacht. Muss ich einhalten, was ich sage, ne? Mache ich auch immer. Ich halte immer ein, was ich sage. Na, Iruka. Egal. So. Ich glaube, wir beenden dann jetzt mal den Part. Ich meine, das Rennen, das war ja ziemlich toll und hat ja alles ein bisschen lange gedauert. Ich weiß gar nicht, wie lange das eigentlich gedauert hat. Wahrscheinlich ist es dieses Mal wieder nur zu kurz. Jetzt muss ich mal ganz kurz was schauen. Wenn der Sound... Ja, gut. Der Sound, der hat sich nicht zurückgestellt. Die Sprache war einfach nur so laut. Ich dachte jetzt schon, weil die Sprache eben so sehr laut war. Egal, machen wir das jetzt noch? Nee, oder hauen wir nochmal Lukas? Nee. Ich bin nur nett. Egal. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Fail Mafia Refresh HD Part X006. Ne? Also nee, das ist ja 6. Also 7 meine ich dann. Bis denn.